Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Parkitect. So, die ersten 5 Folgen sind schon vorbei. Jetzt nehmen wir mal wieder ein bisschen neu auf und ich habe wieder ein paar neue Sachen reingepackt. Zum Beispiel was mit Steinen, wo man steinzeitmäßig was machen kann, wenn man möchte. Ein paar Fahrgeschäfte, die auch verkleidet sind, wie hier den Gothic Tower. Wie hier Ride of Songs, ein Karussell auf einem Holzpodest. Hier ein paar Stone Caves und so weiter. Hier Stone Age Ride, hier noch ein. Da sind Shops mit Stein, Toilettenhäuschen, neues. Ein Trebuchet sieht sehr cool aus, der Dingen. Das ist der Topspin als Katapult gebaut. Sieht cool aus. Das werde ich auch hier hinten hinbauen. Deswegen, da können wir direkt mal mit anfangen. Das werde ich definitiv hier hinbauen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo die... ich denke mal, das wird so rum sein, oder? Ich werde da mal ganz schön hier hinten hinbauen. Da ist auch ein Shop drin. Da, wie man sieht. Und wo ist hier die Warteschlange? Ich weiß es nicht. Ich glaube hier. Sieht auf jeden Fall cool aus, muss man sagen. Ich würde aber lieber eigentlich die anderen Wege haben. Okay, geht nicht. Warum auch immer. Na, was soll's. Dann nicht. Dann halt nicht. Ist das jetzt ein ganz... Hä? Machen wir das so. So. Ich weiß, aber eine Lampe und ein Dingens. Eine Bank. Was soll's. Ein Dingens gab's hier noch nicht. Ein Update gab's noch nicht. Aber gut. Dann ist das so. Was soll man dazu sagen? Ne? Dann gab es halt noch kein Update. So, haben wir mal ein paar Bänke neu hin. So, Mülleimer würde ich auch noch haben. Hier so Teile vielleicht. Einfach, so. 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 Ich frage jetzt natürlich, wo die Warteschlange ist. Das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall kann man hier noch lang gehen. Ich denke mal, die ist hier drin. Ich weiß es nicht. Da ist sie. Ne, das ist nur der Rand. Ich weiß gar nicht, wo ist denn... Achso, ich muss ja noch aufmachen, das Ding. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. So, sieht aber cool aus. Schönes Teil, auf jeden Fall. Sieht schick aus. So, dann haben wir natürlich noch den den Gothic Tower. Hier, den haben wir auch noch. Den würde ich natürlich auch noch gerne hier irgendwo hinstellen. Würde ich dann hier irgendwo... Vielleicht hier irgendwo reinstellen. Stellen wir mal da hin. Warum nicht? Warum kann ich den nicht bauen? Achso. Okay, da ist die Warteschlange. Da, und da ist der Ausgang, alles klar. Dann brauche ich natürlich die Warteschlange, die... Keine Ahnung, was ist. Machen wir mal so. Warum macht er die jetzt so? Ja, du sollst das bitte ändern. Wenn es geht. Wie halt wieder nicht machst, ne? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Warum dir das egal?
Warum der das nicht macht, keine Ahnung. Ist auch Wumpe. So, Exit und hier hin. Und das Ding muss natürlich jetzt auch noch aufgemacht werden. Hör doch auf damit, nein! Achso. Ich muss da ja drauf drücken drinne. So, haben wir. Ist auch offen. Sehr schön. Dann haben wir das, dann haben wir das. Ach, jetzt habe ich das. Ich reiß mal kurz das Toilettenhäuschen ab, weil ich möchte das andere bauen. Hau mal ab hier. Leider muss man das ja noch einzeln abreißen. Nein. Die Sachen. Ich hoffe, da kommt bald irgendwie ein Tool, dass das dann, damit man das hier alles theoretisch direkt alles abreißen kann wieder. So, jetzt haben wir noch ein Toilettenhäuschen. Da möchte ich auf jeden Fall auch eins bauen. Genau das da. Das bauen wir mal direkt hier so hin. So. So. Toilettenhäuschen steht auch. Theoretisch würde ich dann gerne hier so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Stone Age mäßig machen. Mal gucken. Dass wir dann hier vielleicht irgendwie noch weitergehen. Mal schauen. So. Da ist der Ausgang. So. Und dann kommt hier noch die Warteschlange. Nein. So. Aufmachen. Dass dann hier vielleicht dann noch die Shops hinkommen. Hier die? Aber der kostet 4000, okay. Dass sie hier so die Shops hinkommen. Ja, passt, glaube ich, oder? Ja, das Problem ist halt, man ist noch leider stark eingeschränkt, was diese Art an Gestaltung. Achso, und danke nochmal für den Tipp mit den Zonen. Hatte mir jemand geschrieben in den Kommentaren, dass das Zonen-Tool. Jetzt muss ich erstmal wieder finden, wo das war. Lustigerweise. Da war das, glaube ich, oder? Genau hier, Zonen. Zonen sind wohl dafür da, dass man den Leuten dann sagen kann, ja, hier, dass man Zonen auswählen kann, wo die dann halt die ganze Zeit wohl rumtouren. Danke dafür nochmal, wusste ich nicht. Auf jeden Fall eine coole Sache, so kann man Zonen auswählen, das ist cool. Da kann man theoretisch sagen, hier zum Beispiel sind zwei Leute, zwei Mechaniker und zwei Saubermacher, also Hausmeister, nur für diesen Bereich zum Beispiel zuständig und so weiter. Oder Entertainer, whatever, alles mögliche. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Deko haben wir hier drin, ne? Also ist ja jetzt nicht so, als ob wir gar nichts hätten. Ne? Ist ja nicht so. Problem ist halt, man ist halt wirklich eingeschränkt, was Deko-mäßig angeht. Ist jetzt natürlich nicht die wahre Pracht, ob man jetzt. Ich freue mich drauf, wenn wirklich sowas kommt, dass man wirklich so bestimmte Themenbereiche machen kann. Also das wäre noch cool, wenn das kommt. Dass man zum Beispiel sagt, hier, keine Ahnung, die Läden und so weiter, die sehen dann, keine Ahnung, so mittelaltermäßig oder piratenmäßig oder sowas aus. Das wäre auf jeden Fall cool. So, machen wir Bäume wollte ich jetzt sagen hier. So. Ich könnte ja mal noch hier, warte mal, ich habe ja noch ein paar andere Sachen hier im Petto. Wir haben hier zum Beispiel eine Cave. Die könnte man hier noch hinsetzen. Pass mal auf. So eine Cave. Na
eine kleine Cave. Achso, das ist dann einfach nur eine Höhle, alles klar. Okay, das ist dann einfach nur eine Höhle. Dann haben wir noch ein paar Shops. Da können wir uns gerade nicht leisten. Ein Gate haben wir auch noch. Was eigentlich auch cool ist. Das könnte man theoretisch hier irgendwo hinbauen. Oder da so. Mal gucken. Was ist da? Bauen wir mal hier so ein Gate hin, warum nicht? Ah, so eine Art Steinzeittor. Das ist auch nicht schlecht. Muss man ja sagen. Hat was. Hat auch was. Requisiten. Ja. Dort sind die ganzen Strukturen. Jetzt wird es am Regnen, auch nicht schlecht. Jägerzaun, Lattenzaun, Maschendrahtzaun, naja. Könnten ein paar Blumen hinstellen, warum denn nicht? Flower Patch. Ja, hol mal ein paar Blumen dahin. So, sehr schön. Ein paar Pflanzen vielleicht. Ein paar Büsche. So, ein paar Kürbisse. Seerose, ja, auch geil. Achso, das ist für Wasser dann wahrscheinlich. Blumenkübel können wir auch noch hinstellen. So, hier, bitteschön. Ein paar Baumstämme. Da. So, hier, Holzfäller im Werk. So. Ja, wie gesagt, dekomäßig ist man halt nur extrem eingeschränkt. Das ist halt so. Ist halt, wie gesagt, ist halt eine Alpha 1A. Also, das ist jetzt nicht das Neueste vom Neuesten. Das muss jeder, glaube ich, verstehen. Dass es nicht so ist. Gehe ich mal stark von aus, dass das jeder, glaube ich, versteht. Ja. Da muss man auch noch ein bisschen abwarten. Aber das, wie gesagt, das Spiel, das ist aber schon, finde ich, richtig gut. Also egal, was andere Leute, jetzt nicht, was andere Leute sagen, aber ich finde das Spiel halt jetzt schon sehr gut. Also ich habe bis jetzt noch keine großartigen Bugs entdeckt. Bis jetzt funktioniert's. Klar, wahrscheinlich gibt es immer irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten, das ist normal. Ich denke mal hier zum Beispiel allein an die KI von den Besuchern, weil die touren hier irgendwie alle nur hier rum, habe ich das Gefühl. Und die kommen nicht hier hinten durch den Park, also hier hinten rein, warum auch immer. Wobei langsam aber sicher doch schon ein paar hier mal hinkommen. Aber halt nicht so viele, wie man eigentlich erwarten würde. So, bauen wir jetzt da nochmal einen Weg hin. Dann bauen wir hier noch so ein Gate hin. Ein schönes. Kleines Gate. Warum nicht? Hast du keinen Bock? So, jetzt aber. So, jetzt könnt ihr da auch durch das Tor gehen. Warum nicht? Leider habe ich keine Steinmauer gefunden. Das wäre cool gewesen. Eine richtig fette Steinmauer. Ich könnte es versuchen, mit Felsen hinzukriegen, aber ich glaube eher nicht. Ich kenne mich. So, theoretisch wird das sogar gehen. Ich weiß gar nicht, wie man das höher, aber nach oben. So, warte mal. Kann man die eigentlich noch größer machen? Oh ja. Oh. Yeah. Zack.
Ihr habt da Riesenfelsen. Der sieht ein bisschen doof aus, ne? Okay, der sieht ein bisschen doof aus. Könnte man da zum Beispiel hinstellen. So hier so. So. Geht eigentlich. Und so was hier. Vielleicht nur so was. Geht, ne? Ein bisschen kreativ bin ich ja. Zwar nur ein bisschen, aber ne? Muss ich ja nicht übertreiben. Und den stellen wir dann noch hier so vor. Warum denn nicht? Zack. Nehmen wir den noch hier. Dann hauen wir noch hier so rein. Zack. So. Oh, jetzt haben wir ein kleines Steintor. Das ist auch nicht schlecht, eigentlich. Aha. Ah, da ist so eine Art Platte. Okay. Das ist aber doof, das will ich nicht. Was ist das? Auch so eine Platte. Nee. Kann man halt hier mit Bäumen. Nee, mit Bäumen kann man wieder nicht machen, weißt du? Hier einen Baumstumpf fresse. So. Das ist wieder geil, ne? Mit Bäumen geht's wieder nicht. Aber so ein Riesenkühe bis hier. Zack. So. Oh, ein Riesenpilz. Ernsthaft? Geil. Du kannst die Farbe ändern von Bäumen. Ernsthaft? Was kannst du da machen? Märchenwald oder was? Habe ich hier nicht braun gemacht. Ach, warum denn nicht? Mein Gott. Nee, es geht. Also wenn man wirklich will und es darauf anlegt, kriegt man das auch hin. Naja, ich sag mal, das ist jetzt ein kleines Steintor. Es geht. Also man kriegt's hin. Wie gesagt, eine dekorative Ader, wer eine hat, eine kreative Ader, der, kein Problem. Ich glaube, der wird hier auch zufrieden sein. Wir haben fast 1000 Besucher gerade. Und es fängt gerade an zu ruckeln, merke ich. Ja, Frame-Einbruch gerade gewesen. Ist klar, das verlagert sich jetzt natürlich alles hier hin. Deswegen bin ich auch länger, ob ich den Topspin hier abreißen soll. Ja, mach mal. Weil ich habe ja einen Topspin hinten stehen. Deswegen kann ich abreißen. Ich habe auch noch, was ist das andere gewesen? Ich habe einmal dieses Enterprise und den Twister. Über den Twister habe ich hier unten auch stehen. Enterprise, habe ich das habe ich noch gar nicht gebaut, das Teil, ne? Ich glaube. Das Teil sollte ich vielleicht dann auch abreißen, ja. Ja gut, den Tower habe ich natürlich hinten jetzt auch, hier. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil den erkennt man halt jetzt nicht sofort. So, was haben wir denn sonst noch überhaupt hier? Trebuchet habe ich. Das habe ich. Die Shops wollte ich bauen. Da muss ich natürlich... hier ein bisschen was abreißen. So. Da haben wir schon ein paar Shops hingestellt. Schön in eine Steinhöhle. Das ist natürlich auch cool. Muss man ja sagen. Ich weiß natürlich jetzt, was für Shops das sind, aber das ist mir relativ egal. Ich mache jetzt hier einfach so eine Burg Steinzeit Geschichte, würde ich sagen. So Art. Ein Personalraum habe ich auch, glaube ich, runtergeladen, oder? Einen anderen. Mal kurz gucken. Da ist der Form, genau. Genau, hatte ich doch auch. Mir runtergeladen.
Gucken wir uns mal an. Ach, da ist der. Okay. Da ist der Ausgang. Toll. Falsche Seite. Schön. Rechteckauswahl. Ich wollte nur das auswählen. Stimmt. Hey. Weiter entfernen? Nein. Warum geht das nicht? Buh. Blöd. Wie kann man das denn dann entfernen? Erstellen. Kann ich dann irgendwie entfernen oder so? Oh, wegschmeißen? Da lauf? Nein. Schade. Ich will die ganze Scheiße einzeln abreißen. Boah. Ach ja. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Nein. Hör auf damit. Hör auf damit. Danke. Wow. Ich kann den ganzen Scheiß selber abreißen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Deswegen würde ich fast sagen, wir sehen uns dann die nächste Folge wieder. Bis dahin habe ich das dann abgerissen. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Porky Take. Tschüssingen.